Geldzinsen, Wachstum, Alternativen. Zu all diesen Dingen sind Bibliotheken geschrieben worden. Und das in 20 Minuten, ich finde das anspruchsvoll. Eines dieser Bücher, das ich Ihnen empfehlen möchte, das wäre dieser letzte Bericht an den Klöpper Fromm, in welchem die Rolle des Geldes in unserer Gesellschaft analysiert wird. Im Wesentlichen weist der Bericht auf 5 Schwächen des heutigen Systems hin, welche auf dieser Folie aufgelistet sind. Ich möchte mich in der zur Verfügung stehenden Zeit auf die blauen Themen konzentrieren und zu den 3 Themen Schulden, Wachstum und Einkommensverteilung einleitend einige Thesen voranstellen und dann auf alternative Vorschläge eingehen. Zum Thema Schulden. Eurokrise, öffentliche und private Schulden, das Thema ist allgegenwärtig. Es ist aber wesentlich komplizierter, als in dem simplen Rezept zum Ausdruck kommt, wonach der Staat und auch der Einzelne nicht mehr ausgeben darf, als er einnimmt. So einfach ist das nicht. Unser ganzes System ist auf Schulden aufgebaut. Und man klammert völlig aus, dass den Schulden immer auch Guthaben gegenüberstehen. Diese nächste Grafik aus Deutschland zeigt dies deutlich. Weiß sind die Privathaushalte, grün die Unternehmungen und blau der Staat. Die Grafik zeigt deutlich, wie den Schulden von Staat und Unternehmungen in der unteren Hälfte riesige und exponentiell wachsende Guthaben gegenüberstehen, und zwar von den privaten Haushalten. Das ist die obere Hälfte, die weiße Fläche. Heute werden im öffentlichen Bereich große Erwartungen auf Schuldenbremsen gesetzt. Es ist sicher nicht falsch, wenn man das Wachstum der Schulden sorgfältig analysiert und versucht, sie im Griff zu behalten. Was ich aber bis heute noch nicht verstanden habe, ist dabei, dass die Rolle der Gläubiger völlig übersehen wird. Es gibt auch auf Seite der Gläubiger Mechanismen, welche den Anstieg der Schulden fördern. Aber diese Mechanismen werden aus der Diskussion weitgehend ausgeklammert. Oder haben Sie schon jemals den Begriff der Guthabenbremse gehört? Die Idee einiger Superreicher in den USA wie Bill Gates und Warren Buffett, die einen großen Teil ihrer Vermögen in Stiftungen einbringen, das kann nicht die Lösung für ein ganzes System sein. Wir brauchen andere Ideen. Zum Beispiel eine gerechte Erbschaftssteuer. Wir brauchen vielleicht aber auch ein Pensionskassensystem, welches nicht von den Erträgen auf den Finanzmärkten abhängig ist. Wir brauchen vielleicht auch Strafzinsen auf Guthaben, aber einer gewissen Höhe, wie es Keynes im Zusammenhang mit zwischenstaatlichen Ungleichgewichten schon vor Jahrzehnten vorgeschlagen hat. Vor allem aber brauchen wir ein Geld, das nicht auf dem Schuldenmachen basiert. Mein Fazit ist, man muss auch bei den Gläubigen ansetzen, das Thema der Schulden lässt sich mit den Schuldenbremsen allein nicht lösen. Zum Thema Zins. Das beschäftigt Sie auch, Herr Zeyer. Vor kurzem habe ich in einem Buch gelesen, dass eine Wirtschaft mit Zinsen ein Problem sei, dass eine Wirtschaft ohne Zinsen aber ebenso ein Problem ist. Ich glaube, da ist sehr viel daran. Auf jeden Fall sollte man die Kraft der Zinsen nicht unterschätzen. Spanien gibt im kommenden Jahr mehr für Zinsen aus als für die Besoldung sämtlicher Beamten. Der Zins hat zweifellos einige wichtige und positive Funktionen. Inflationsausgleich, Risikoentschädigung, Investitionslenkung. Daneben ist der Zins aber auch einer der Gründe, weshalb eine Wirtschaft wachsen muss. Langfristig muss das Wachstum der Wirtschaft immer gleich oder höher sein als die Zinsrate. Liegt die Wachstumsrate der Wirtschaft unter der Zinsrate, so führt dies zu einer Umverteilung von den Arbeitseinkommen zu den Kapitaleinkommen. Theoretisch würde das dazu führen, dass nach längerer Zeit das gesamte Einkommen nur noch an das Kapital fließen würde. Und das ist langfristig nicht möglich. Wer sich also einen Zins von zum Beispiel 3% wünscht, muss auch ein Wachstum von mindestens 3% anstreben, wenn das Verhältnis Arbeits-Kapitaleinkommen sich nicht ändern soll. 3% Wachstum aber bedeutet bereits eine Verdoppelung einer Ausgangsgröße in etwa 24 Jahren. Und auf die Dauer kann so ein System nicht funktionieren, meine ich. Daneben spielt
der Zins, aber auch bei der Verteilung der Einkommen eine gewaltige Rolle. Je höher die Konzentration der Vermögen, desto stärker ist die Umverteilung von unten nach oben. In allen Produktionspreisen sind im Durchschnitt 25-35% Zinsen enthalten, entstanden und aufsummiert über die verschiedenen Stufen der Produktion. Mit jedem Kauf zahlen wir unbemerkt einen beträchtlichen Anteil für den Zinsendienst. Man muss ein recht hohes Einkommen und Vermögen haben, bis der Saldo aus bezahlten und eingenommenen Zinsen positiv wird. Helmut Kreuz hat diese Berechnungen für Deutschland gemacht. Er hat alle Haushalte in Deutschland in 10 Einkommensgruppen eingeteilt und bei diesen den Saldo aus Zinsbelastung und Zinsertrag ermittelt. In der Grafik ist das die Differenz zwischen der ganz hellen und der schwarzen Fläche. Nur die oberste, also die Nummer 10, die oberste Einkommenskategorie hat einen klar positiven Saldo. Bei der zweitreichsten Haushaltsgruppe ist der Saldo etwas ausgeglichen und 80% der Haushalte zahlen deutlich mehr an verdeckten Zinsen, als sie an Zinsen einnehmen. Der Zins hat also einen gewaltigen Umverteilungseffekt. Und es ist schon etwas seltsam, dass dieses Thema in der Verteilungsdebatte vollständig ausgeklammert wird. Heute wird ja meistens die Auffassung vertreten, dass vor allem das billige Geld in den USA die Ursache für die Krise gewesen sei und dass wir auch in Europa unbedingt wieder ein höheres Zinsniveau anstreben sollten. Haben wir heute gehört. Ich bin mir da nicht so sicher. Die beiden Nebenwirkungen des Zinses, der Wachstumszwang und die Umverteilung von unten nach oben sprechen meines Erachtens klar für ein niedrigeres Zinsniveau. Die Zinsen entfalten ihre positiven Wirkungen auch dann, wenn sie niedrig sind. Deshalb ist es meines Erachtens kein Drama, wenn sich die Zinsen in Zukunft nicht mehr zwischen 0 und 6%, sondern zum Beispiel zwischen -3 und +3% bewegen. Es ist ja interessant, wie die Märkte in den letzten Monaten von sich aus Minuszinsen gebildet haben. Und auch bekannte Ökonomen haben sich in letzter Zeit für Negativzinsen ausgesprochen. Damit komme ich zu den Folgerungen und den konkreten Vorschlägen. Der bereits erwähnte Bericht des Klöpper Forum kommt zum Ergebnis, dass wir mehr mit komplementären Geldsystemen arbeiten sollten. Ich teile diese Ansicht und möchte Ihnen deshalb zwei konkrete Projekte aus St. Gallen vorstellen. Darüber hinaus bin ich aber auch der Auffassung, dass an unserem heutigen Geldsystem dringend einige Korrekturen angebracht werden sollten. Eine Absicht von Komplementärwährungen besteht darin, dem herkömmlichen Geld in unserer Gesellschaft wieder eine etwas geringere Bedeutung zu geben. Viele Bereiche des Lebens sind in den vergangenen Jahrzehnten unter verschiedenen Titeln monetarisiert worden, das heißt, sie wurden der Herrschaft des Geldes unterstellt, von der Kinderbetreuung bis zur Altenbetreuung. Diese Grafik zeigt die wachsende Bedeutung des monetären Sektors sehr schön. Die graue, dunkelgraue Fläche, das ist der Anteil des monetären BIP an der gesamten Wertschöpfung in der Schweiz. Dieser Anteil ist von 1997 bis 2010 von 58% auf 61% angestiegen. Ich meine, dass wir hier etwas Gegensteuer geben sollten und anderen geldlosen Tauschformen wieder eine bessere Chance geben sollten. Einen Ansatz bieten dazu komplementäre Währungen und Zeittauschsysteme. In St. Gallen gibt es seit 2008 eine Zeitbörse. Die Grundidee besteht darin, den Austausch von Leistungen ohne Geld zu ermöglichen. Die Fakten sehen Sie hier auf der Folie. Man kann solche Systeme belächeln, aber ich würde sie nicht unterschätzen. Immerhin hat auch die NZZ in der Zwischenzeit davon Kenntnis genommen, und es gibt schweizweit bereits zahlreiche solche Organisationen. In Zürich sind vor allem Tauschen am Fluss und die Werkstatt Compliner zu erwähnen. Schweizweit haben wir das Talentexperiment, welches seit Anfang der 90er Jahre besteht und dort eine Vorreiterrolle übernommen hat. Und mit dem Wir haben wir in der Schweiz ein bekanntes und seit Jahrzehnten funktionierendes komplementäres System. Ein weiteres Projekt mit Pilotcharakter
wird im nächsten Jahr in St. Gallen in Betrieb genommen werden. Ein Zeitvorsorgesystem, in welchem rüstige Rentnerinnen den betagten und hilfebedürftigen Rentnerinnen helfen und dafür eine Zeitgutschrift erhalten. Diese können Sie dann nach 20 bis 30 Jahren wieder einlösen. Wie die Folie zeigt, handelt es sich dabei um ein recht komplexes Gebilde. Ich möchte hier nicht auf die Details eingehen. Aber im ganzen System spielen die bisherigen Akteure wie Prosenektute und Spitex eine zentrale Rolle. Beide Organisationen sind in der Stiftung Zeitvorsorge, die noch dieses Jahr gegründet wird, vertreten. In dieser Stiftung machen auch die Kirchgemeinden, der Kanton und vor allem die Stadt St. Gallen mit. Die Stadt kommt auch für die Betriebskosten auf und garantiert die Einlösbarkeit der angesparten Zeitgutschriften. Das Besondere an diesem System ist, dass es von einer politischen Gemeinde und dem Bundesamt für Sozialversicherung ins Leben gerufen wurde. Und wenn man etwas visionär in die Zukunft blickt, in welcher das System der Zeitgutschriften auch auf Bereiche außerhalb der alten Betreuung ausgedehnt werden könnte, kann man in dieser Zeitvorsorge durchaus den Kern eines komplementären Währungssystems sehen. Und wie die zahlreichen Reaktionen in der Presse zeigten, ist das Interesse an diesem System beachtlich. Die Devise heißt für mich also einerseits etwas weg vom Geld, die Bedeutung des Geldes etwas relativieren. Andererseits ist es aber auch völlig klar, dass wir weiterhin mit dem bestehenden Geld leben müssen. Die Frage ist allerdings, ob das Geld heute, so wie wir es haben, optimal konstruiert ist oder ob Änderungen notwendig sind. Damit komme ich zur Idee des Vollgeldes. Der größte Teil des heute verwendeten Geldes ist Giral- oder Buchgeld. Obwohl wir täglich damit bezahlen, ist dieses Giralgeld kein gesetzliches Zahlungsmittel. Das vergisst man immer wieder. Das Giralgeld ist auch kein vollwertiges Geld, sondern nur ein Anspruch auf richtiges Geld, denn Sie können von der Bank verlangen, dass Ihnen für Ihre Sichtguthaben, für Ihr Giralgeld richtiges Geld, Bargeld eben, ausbezahlt wird. Die Idee des Vollgeldes besteht nun darin, dass auch das Giralgeld vollwertiges Geld werden soll. Dieses soll aber nicht mehr von den privaten Banken, sondern nur von der Nationalbank in Umlauf gebracht werden. Weshalb ist diese an sich bescheidene, scheinbar rein technische Änderung im Geldsystem so wichtig? Heute wird das meiste Geld, rund 90% von den Banken, über die Gewährung von Krediten, also im Zusammenhang mit Schulden, in Umlauf gebracht. Mit dem Vollgeld würde die Geldschöpfung ohne Schulden erfolgen. Die Bestimmung der Geldmenge würde nur noch bei der Nationalbank liegen und das nationale Geld soll wie andere öffentliche Infrastrukturen vom Staat kontrolliert werden. Die Banken können in Zukunft also nur noch das Geld verleihen, das ihnen anvertraut wurde. Kredite aus dem Nichts oder mit ganz geringen Reserven zu gewähren, wird ihnen also nicht mehr möglich sein. Es ist zu erwarten, dass damit die Spekulation und auch der monetäre Wachstumszwang eingedämmt werden können. Das vom privaten Bankensektor geschaffene Geld ist grundsätzlich unsicher, weil langfristige Schulden mit kurzfristigen Einlagen finanziert werden. Dieser Vorgang ist zwar der bisher übliche Vorgang im Bankgeschäft, aber gleichzeitig ist er auch, wie das Zitat des Präsidenten der englischen Nationalbank zeigt, der Hauptgrund für die Unsicherheit des Geldes. Auf Deutsch und etwas vereinfacht heißt es in diesem Zitat, dass die übertriebene Fristentransformation eines der Hauptprobleme ist. Und weil die damit verbundenen Risiken vom ganzen System und nicht von den Nutznießern bezahlt werden, wird das Ganze sehr gefährlich. Hinzu kommt noch ein weiterer Punkt. Die Geld- und Kreditschöpfung durch die Banken ist prozyklisch. Sie ist die Basis für die Blasenbildung in der Wirtschaft. Und wenn alle optimistisch sind, wird Kredit gewährt, es wird spekuliert und Geld geschaffen. In der Krise geht die Kreditgewährung zurück, Schulden werden zurückbezahlt, die Geldmenge nimmt tendenziell ab. Wir haben die seltsame Situation, dass wenn alle Schuldner ihre Schulden zurückzahlen würden, das Geld aus dem Kreislauf verschwinden würde.
da kommt doch ein rechtes Stück Heuchelei zum Vorschein. Es wird von Schuldenbremsen, Schuldenabbau und so weiter gesprochen. Dabei ist das ganze Geldsystem auf dem Schuldenmachen aufgebaut. Widersprüchlicher geht es kaum. Neben diesen beiden Grundproblemen kommen noch zahlreiche andere hinzu, die ich hier aus Zeitgründen nicht weiter erläutern will. Basierend auf Arbeiten von Erwin Fischer und zahlreichen anderen Ökonomen wurden in den letzten 10 bis 15 Jahren von Josef Huber die Idee des Vollgeldes entwickelt. Im Vollgeld entsteht das Geld schuldfrei. Das Geld wird von der Nationalbank oder einer vierten Staat, eben der Monetative, in Umlauf gebracht. Dabei stehen zwei Wege zur Diskussion. Das neue Geld wird entweder direkt dem Staat zins- und schuldfrei zur Verfügung gestellt oder direkt an die Bevölkerung verteilt. Als erstes kommt da immer der Einwurf, Staatsfinanzierung durch die Notenbank, das ist Teufelswerk, denn das muss angesichts der Unersättlichkeit der Politiker unweigerlich zur Inflation führen. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass wir in den letzten Jahrzehnten ebenfalls, auch unter dem System der privaten Geldschöpfung, zum Teil beachtliche Inflationsraten hatten. Die einfache Gleichung staatliches Geld gleich Inflation, privat geschöpftes Geld gleich stabiles Geld, diese Gleichung ist zu einfach und falsch. In Europa und auch in der Schweiz darf die Staatsfinanzierung bekanntlich nicht direkt über die Notenbanken, sondern nur über den Umweg über die Geschäftsbanken und den Kapitalmarkt erfolgen. Und immer wird noch so getan, als ob diese Schulden je zurückbezahlt würden. Im Vollgeldsystem wird der direkte und ehrlichere Weg gewählt. Der Staat soll neu geschaffenes Geld zins- und schuldfrei, das heißt ohne Rückzahlungsverpflichtung, erhalten. Selbstverständlich wird der Staat weiterhin Steuern erheben müssen und wahrscheinlich wird er auch weiterhin Geld auf dem Kapitalmarkt aufnehmen müssen. Denn die Geldschöpfung richtet sich nicht nach den Bedürfnissen des Staatshaushaltes, sondern die Nationalbank gibt nur so viel Geld neu in Umlauf, wie sie dies geldpolitisch für richtig hält. Es ist deshalb zentral, dass die Unabhängigkeit der Nationalbank hochgehalten wird. Die Unabhängigkeit der Nationalbank ist ein schwieriges Thema. Aber mir ist ein unabhängiges und demokratisch kontrolliertes Organ immer noch wesentlich lieber als ein Bankensystem, das die eigenen Profite optimiert. Wenn sich der Weg der Geldschöpfung über den Staat dennoch als zu heikel herausstellen sollte, so sieht die Vollgeldinitiative noch einen anderen Weg der Geldschöpfung vor. Es ist vorgesehen, dass das neu geschöpfte Geld auch direkt an die Bevölkerung verteilt werden kann. Das hätte den großen Vorteil, dass das Geld relativ rasch in den wirtschaftlichen Kreislauf gelangt, und zwar auf der Konsum- und nicht auf der Spekulationsschiene. Das auf diese Weise geschaffene Geld wäre allerdings nur ein bescheidenes Zusatzeinkommen und noch kein Grundeinkommen. Für den einzelnen Bankkunden ändert sich im Vollgeldsystem nicht viel. Die Sichtguthaben der Kunden werden aus der Bankenbilanz ausgeliefert. Sie werden ähnlich wie die Wertschriftendepots von den Banken nur noch im Auftrag der Kunden verwaltet. Wer seine Sichtguthaben nicht braucht, also langfristig sparen will, überlässt das Geld der Bank mit dem entsprechenden Auftrag, wofür, wie viel und wie lange das Geld angelegt werden soll. Durch diesen Geldschöpfungsmechanismus bestünde auch die Möglichkeit, die Staatsverschuldung massiv abzubauen. Wenn die Geldschöpfung direkt auf dem Weg Notenbank-Staat geschieht, kann sich der Staat einen Großteil der Zinskosten sparen. Im Bund wären das jährlich immerhin etwa ein Zwanzigstel des Haushaltsvolumens, welche für sinnvolle Zwecke eingesetzt werden könnten. In vielen ausländischen Staaten ist es natürlich viel mehr. Im Zug der Umstellung des Geldsystems bietet sich zudem die Möglichkeit, die Staatsschulden massiv zu reduzieren. Aus der Umwandlung, das ist etwas technisch, aus der Umwandlung des Kreditgeldes in Vollgeld würde den Staaten einmalige Geldschöpfungsgewinne in der Höhe der bestehenden Sichtguthaben zufließen. In der Schweiz könnten damit die Staatsschulden fast zweimal zurückbezahlt werden, in der EU immerhin zur Hälfte. Im Moment stehen noch andere
Vorschläge zur Bändigung der Finanzmärkte im Raum. Viele davon, mehr Eigenkapital, Drinbankensystem, Finanztransaktionssteuer und so weiter, die gehen in die richtige Richtung. Aber die Grundprobleme werden unseres Erachtens damit noch nicht gelöst und die Regulierungen werden immer aufwendiger und undurchschaubarer. Die Banken sind viel zu komplex und zu erfinderisch. Und es ist daher eine Illusion zu meinen, man bekomme auf diesem Weg die Dinge in den Griff. Die beiden Zitate auf der Folie stammen, denke ich, von unverdächtigen Zeugen. Rechtlich betrachtet würde das System des Vollgeldes auf Verfassungsstufe nur relativ geringe Änderungen erfordern. Der schwarze Text ist der heutige Verfassungstext. Blau eingefügt sind die für eine Vollgeldreform notwendigen Ergänzungen. Das ist das, was ich vorhin so erzählt habe. Ich möchte noch hinzufügen, dass das noch nicht der definitive Vorschlag ist, denn es ist vorgesehen, neben der reinen Vollgeldreform noch weitere Elemente einer Finanzmarktreform in den Vorschlag aufzunehmen. Das aber auch noch auszuführen, ist aus zeitlichen Gründen hier nicht möglich. Zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Grundidee des Vollgeldes erst vor kurzem durch ein Arbeitspapier des Internationalen Währungsfonds Unterstützung erhalten hat. Zwei Ökonomen des IWF haben ein System des 100% Geldes, welches in den Grundzügen dem Vollgeld sehr ähnlich ist, untersucht. Sie sind zu Schlussfolgerungen gelangt, welche mit den Thesen des Vollgeldes völlig in Einklang stehen. Stabilisierung des Konjunkturverlaufs, Verhinderung spekulativer Blasen, Verhinderung von Bankruns, Reduktion der öffentlichen wie auch der privaten Verschuldung, all das haben diese Autoren bestätigt. Ich frage mich, was es noch alles braucht, bis auch die offizielle Wissenschaft und die Politik sich dieser Idee annehmen. Wir vom Verein Monetäre Modernisierung werden alles daran setzen, diese Idee unter die Leute zu bringen. Deshalb liegt dort hinten ja auch einiges an Werbematerial auf und ich lade Sie gerne ein, sich zu bedienen und am besten werden Sie gleich Mitglied. Besten Dank.